Und damit würde ich sagen, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray, unserem allerliebsten Katzenspiel mit Taschenlampe. Okay, für mich ist die letzte Aufnahme ungelogen tatsächlich, 2 Wochen her. Ich muss das ganz dringend mal leiser machen, denn ich habe in den letzten 2 Wochen Frustra Fakta geschnitten, weswegen ich nicht weiterkam, weswegen ich nicht weiter aufnehmen konnte. Hui! Wir sind in diesen komischen Turm reingegangen, in dem wir aber noch nicht so ganz wissen, was wir eigentlich hier tun müssen. Deswegen, keine Ahnung. Was mich auch gerade ein bisschen wundert, ist, dass mein Mikrofon sagt, hör auf so rumzuschreien. Aber mein Ding sagt gar nichts, deswegen das wird. Ah, ich weiß, wo wir lang müssen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ah, genau. Ich weiß noch nicht so ganz, ob hier gut ist. Ah, sie kommen! Hier weg, hier weg, hier weg. Wo muss ich lang? Jump hier rüber. Oh mein Gott. Hier hoch. Okay. Ich sag, wie es ist. Ich glaube, hier sind wir safe. Ah, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, können die hochhüpfen. Those things are scaring me. Okay, aber alles ist safe. Sichere. Ich wollte gerade irgendeinen Vergleich bringen, aber war dann doch ein bisschen. War vielleicht alt. Ah, oh mein Gott. Aber ich glaube. Ja, die sind hier drin. Das war ganz dumm. Ich wollte nicht runter. Und da ist der erste. Tot. Ja gut, also kann ja mal passieren. Sollte nach Möglichkeit, aber lieber nicht. Oh, wir spawnen auch hier hinten. Wir sollten uns vielleicht erstmal vorher anschauen, was wir überhaupt tun. Hier rein kommen wir zum Beispiel. Was ist denn dann hier drin unsere Aufgabe? Das ist die Big Question. Ah, wir müssen vielleicht das mit diesem Fass machen. Deswegen stellen wir das jetzt mal ganz smart an. Hacken die Tür. Ja, ja, kommt mal alle mit hier, Guys. Er gibt hier gratis Pizza. Ja, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Hier wird weggestappt. Und jetzt wird ganz schnell wieder die Tür zugehackt. Hallo? Ja, und ihr... Wenn gar nichts könnt ihr. Wunderbar. Okay. Daran habe ich schon gedacht, dass man irgendwas hiermit vielleicht tun muss. Aber die Sache ist, erhalten war's. Ich glaube, wir brauchen das draußen, um weiterzukommen. Aber bitte nicht auf mich verlassen. Wie, dass ich raus bin? Nee. Kommen wir doch nicht. Kommen da gar nicht weiter. Doch, wir brauchen es da. Ach man, ich hab's gesehen im letzten Moment. Ach man. Das normal? Oh. Game verbuggt. Muss ich jetzt aufladen, weil da ist so ein Symbol hinten auf meinem Dings. Vielleicht muss man das auch zuerst aufladen. Hallo, guck mal, ihr könnt mir nichts tun. Waren das nicht mal mehr?
mal von außen. Auch wenn ich nicht glaube, dass das... Wo seht ihr die ganzen Viecher hin? Also wir können das hier nicht mehr hacken. Aber ich dachte halt, dass man nach da oben muss. Ja. Wie war das? Welche Taste war das? Ah, jetzt. Aber was habe ich gerade gemacht? Vor allen Dingen, das war ja Fernwartung. Wir reden nicht drüber, wie genau das funktioniert hat gerade. Wir tun einfach so, als wären wir ultra krass und hätten gerade den krassesten Hack der Welt angehabt. Genau, genau. Okay. Ich finde es immer gut, wenn ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube mal, I guess nach hier oben. Da ist ein Hebel. Was sagen den Truppen? Auf A. Da tut sich doch was. Das ist aber schön. Ja, das ist nicht so schön. B spammen. Ich glaube, ich muss hier einfach eine Zeit lang überleben. Aber beim Rennen schön B spammen, oh mein Gott. Guten Tag. Geht so. Eine Ehrenrunde noch. Oh mein Gott. Wir können mit B auch miauen. Oh mein Gott. Tschüss, ihr komischen Viechers. Komm mit. Oh nee. Nee, die fallen runter. Oder? Ja, wunderbar. Wir steppen. Nach viel zu krassen Lautstärke noch. Ey, dieser Stuhl ist nicht bequem. Ich habe noch meinen Stuhl gerippt letzte Woche am Samstag. Nee, am Freitag. Und ganz unangenehm, ganz unangenehm. Jetzt habe ich so einen, man sieht es nicht mal, so einen richtig unbequemen Holzstuhl. Ich schätze mal, wir sind hier oben. Tür geht nicht auf. Das ist natürlich gar kein Problem, weil wir können ja hier raus. Ah, keine Ahnung. Ich will eigentlich erst ganz, ganz genau umgucken. Unüberlegte Dinge tue. Wir müssen den Sendeempfänger... Ich habe keine Ahnung, wie ich den synchronisiert habe. Es tut mir leid. Wir müssen den Sendeempfänger an der Antenne anbringen, bevor wir in die Slums zurückkehren. Okay. Dann Sendeempfänger. Gegenstand verwenden. Ich bin ein vorbereiteter, hochqualitativer Profi. Falls ihr das noch nicht wusstet. Kennt mich aus mit solch Technik-Sachen. Schau die Aussicht von hier. Einfach wunderschön. Ich erinnere mich jetzt. Die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Ein Schutzort für was? Sie sehen aus wie Sterne. Aber sie sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen, die bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand
dann je wieder nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe. Völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zurückzugehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt ganz sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sender-Empfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe von außen zu bekommen. Da sehe ich mich doch, Guys. Da haben wir eine neue Erinnerung. Wir werden natürlich nicht auf die 100% grinden. Auf gar keinen Fall habe ich keine Lust zu. Ich will Spaß an dem Spiel haben. Ah, wir können da so rumklettern. Guckt mal. Genial. Liebe es. Das Spiel überzeugt mich von Sekunde zu Sekunde. Ja. Die Slums, Teil Nummer 2. Wir sind... Oh, vielleicht was Wichtiges. Außenweltler. Okay. Komm mal, ein Zettel. Ja, ja, da wollte ich hin. Kleiner Außenweltler. Wenn du das liest, heißt das, du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber per Code. Aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Achte auf die große Gleitscheibe. Wir sehen uns in der Bar, Momo. Das muss der Code für den Eingang des Fensters sein. Ja, hier. Okay. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Ja, dann let's go. Jump. Meine Frage ist jetzt, wo ist die Bar? Hui! Wir haben keine Map, gell? Aber einen Basketball. Ja, ich würde sagen, wir steppen mal nach hinten. Das hier ist die Bar? Hey, kleines Fake-Neu. Ja, das ist auch Momo. Komm her, ich hab's geschafft, ein Signal zu bekommen. Nein. Ja, ich komme doch. Wunderbar. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo? Hört mich jemand? Hallo? Ja, wir können dich hören. Aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und warte, bis du Baltasar? Momo? Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Baltasar. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, wir sind in Sicherheit. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr, sehr gefährlich. Zurks, überall. Zurks sind diese kleinen Zecken. Ja, Kanalisation, wie... Hallo. Verdammt nochmal. Wir haben das Signal verloren. Ich fasse es nicht. Baltasar ist am Leben. Er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums. Aber wenn Baltasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Hallo? An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zurks. Wir werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen. Besonders aus dir, Kleines. Viele haben in ihrer Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut.
Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts. Da kommt wieder der Franzose aus mir heraus. Es tut mir so leid, ich kann das nicht. Seamus. Dein Vater, Doc. Er war früher ein großer Wissenschaftler und arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zurks. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen. Leider kam er nie wieder zurück. Und Seamus ist seitdem nicht mehr derselbe. Hör nicht auf Seamus. Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu den Außenweltlern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seamus. Komm schon, folge mir. Das ist doch eine gute Idee, dir mal hinterher zu steppen. Miau. Hallo. Tag. Schneller laufen, guck so. Damit ich meine krassen Drift-Skills zeigen kann in dem Game. Jung. Ja, mach ja mal schön sauber. Guck mich nicht so böse an. Ich kann auch nichts dafür. Ja, ich kann doch was dafür. Hier müssen wir rein. Ja, bin ich doch. Bei, klopf mal. Versteckt, falls er böse ist. Komm schon, Seamus. Mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Seamus. Er will nichts mehr von den Außenweltlern hören. Mir will er nicht helfen, aber du. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, was ist denn deine spannende Idee? Dass ich dir wieder 5 Minuten hinterherlaufe? Hui! Ah, I understand. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeig es Seamus. Das mache ich. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleiner Außenweltler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kombination mit den anderen wiederherzustellen. Ja, reden ist nicht so meine Stärke. Yo. Was machst du denn hier drin? Ich hab dir doch gesagt, du sollst... Ich hab keine Ahnung, wie ich den... Ich hab dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen, ist reiner Selbstmord. Lass mich... Dann zeigen... Oh. Ich hab das Notizbuch von Dog. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in der Wohnung, aber wo? Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hast. Ein Technikfreak kann das lesen. Mehr habe ich nicht. Sorry. Hier ist ein Geheimraum. Okay, den suche ich. Mal hier. Das hier ist sehr sassy alles. Nein? Ah, ich feiere das Geräusch immer noch des Todes. Doch, hier kommt man hoch. Ich bin der Auserwählte, ich weiß das. Irgendwie nicht. Hinter dem Bild, das sieht sehr sass aus. Oh. Nicht das Bild kaputt machen! Oh mein Gott, hinter den Bildern. Ich wusste es, ich habe nämlich das Game studiert. Hier nichts? Jetzt will ich aber hier... Da ist eine Glückskatze. Du hast das Game outsmartet. Du hast in dein Katzenspiel eine Glückskatze eingebaut. Keine Ahnung. Dahinter ist der Code versteckt. Scheinbar nicht. Hier hinter ist was. Hier hinter, da hat man so schwarze Outlines gesehen.
Übersetzt mir das mal bitte. Die Zeit wird's zeigen. Die Uhr. Irgendwo hier ist eine Uhr. Und die Uhr sagt uns, wie viel. Ah, ja. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Der Student am Start, meine lieben Freunde. Qualitätscontent, für den ihr abonnieren hättet sollen. Das sind Zergs. Mag euch nicht. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zergs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Ja, das ist nicht so gut. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit von mir zu verstecken. Die Baupläne. Sie müssen für eine Art Zergwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll bei der Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktioniert, aber es einen Praxistest brauchte. Ja. Question der Questions ist, scheint hier was gefunden zu haben. Defluxor. Oh mein Gott, hör doch auf. Defluxor blau kam. Ja, genau. Defluxor Bauplan. Konzept lichtgestützte Handfeuerwaffe. Geringe Priorität, Aussehen, Größe, Dezibelausstoß. Hohe Priorität unter realen Bedingungen testen. Vernichtung von 20 Zirks pro Sekunde. Ich will das haben. Das. Hier steht was. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Was ist das? Hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen. Oh, die Menschen. Das war mal, falls ihr das nicht wisst, Leute, war mal so irgendwelche so komischen Leute, die, ich weiß auch nicht so ganz, die dachten, sie könnten sich gegenseitig zubomben. Waren weirde Zeiten. Besonders 2022 bis 2021. Da war alles so komisch. Niemand durfte raus, aber trotzdem irgendwie reden wir nicht drüber. Sie reagieren auf grelles Licht. Aha. Hörst du eigentlich nur die ganze Zeit hin und her, Kollege? Hier ist wieder was. Aber kann ich nicht mit interagieren? Ich rede jetzt mal mit dir. Hast du was Interessantes gefunden? Nein, eigentlich nicht. Das heißt aber, wir müssen hier was finden. Das hatten wir schon. Es muss ja obviously hier sein. Hier drinne ist was. Das sieht sass aus. Hier kann ich mit interagieren. Ja. Wacht. Oh, wheel jetzt nicht. Warum kann ich hier hin? Hä? Ich lost die Fundsachen. Ich dachte, er erschreckt sich. Ja, eigentlich hätte doch hier was sein müssen. Also, das schmeiße ich natürlich ohne Grund hier runter. Was sage ich damit? Auch hier ist er. Klaus. Ich will jetzt nicht wieder eine halbe Stunde hier suchen, Mann, so wie beim letzten. Zeig dir nochmal. Nein, okay. Okay. Kabel führen hier hin. Es wird ja irgendwas damit zu tun haben, mit diesem. Ich guck mich mal ab und sag Bescheid, wenn ich was gefunden habe. Das hier ist noch sass. Und da ist natürlich was drinne. Ein Funkgerät. Was? Ich stopp, bleib doch stehen. Nein, ich will mit ihm reden. Ich habe was sehr Interessantes gefunden. Einen Peilsender. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umholen, um zu gucken, wo er ist. Ich habe ihn so vermisst, es wäre voll cool, wenn wir ihn finden würden. Und ja, ist doch.
Wir müssen den Peilsender reparieren. Komm mit vor die Tür. Ja, da wartet Momo auf dich. Da hättest du eigentlich schon vorher sein müssen, Kollege. Mach doch jetzt die Tür auf. Ach nee, der ist ja zurück zur Bar. Soll jemanden finden, der mir hilft? Wer kann denn so? Also... Was? Ja! Hast du was gebracht? Nicht jetzt doppelt so schnell, weil der Speed 2x2 stand. So, wir searchen also jemanden. Ich bin ja schon weg. Du siehst smart aus. Nee, du willst stricken. Vielleicht auch nicht. Ihr seht auch nicht so aus, als könntet ihr das. Leider, nee. Ich brauche eine Tauschhändler. Elliot-Programmierung? Nach da. Also hier nach links. Was angenehm, hier lang zu laufen. Oh, hier passiert was. Vielleicht auch nicht. Komm. Macht jemand die Tür auf? Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass ich... Nee, das... Was? Also ich suche einen sehr smarten Typen. Smart wie Autofirmen. Frag mich halt wirklich, was hier drin ist. Mir wurde gesagt, dass hier jemand ist, der sehr, sehr schlau ist und mir helfen könnte. Kann ich aber auch nirgendwo hin. War? Nein. Maybe hier das Rohr hoch auch nicht. Diese Gasse, ich kann hier nichts machen. Und vielleicht ist auch Programmierung die falsche Herangehensweise. Vielleicht suche ich ja nicht jemanden, der programmieren kann, sondern, also, suche eher so einen Ingenieur. Aber es scheint hier aber auch nicht... Ja, noch ein Schild. Ah, ich kann hier rein jetzt. Hier kann ich irgendwas waschen. Kann ich auch in so eine Waschmaschine rein? Ich will in so eine Waschmaschine. Schade. Also ich muss jetzt so einen Typen suchen, der gut ist mit Technik. Ja, das geht ja easy schnell. Wir könnten maybe auch einfach mal Momo fragen. Ja, wir haben was Interessantes gefunden. In der Bar gefragt. Ich bin doch in der Bar. Frag mal ihn hier. Kannst mal das hier gucken. Ich kenne einen Typen, der Sachen wieder repariert. Er ist sehr begabt. Nein, ein bisschen. Naja, du wirst schon sehen. Sein Name ist Elliot. Das wusste ich schon. Ich habe keine Ahnung, wie man zu ihm hinkommt. Dass es den Typen gibt, weiß ich. Er ist der hier. Ja, genau. Hier steht ein Code, vielleicht brauche ich den. Ich guck mal, ob ich übers Dach reinkomme oder so. Muss ich nur einen Weg finden nach oben. aber das hier sieht schon mal ganz gut aus. Doch nicht. Mann. Katze. Ey, es ist doch sogar anvisiert da oben. Dankeschön.
Game. Es hat eine ungenaue Steuerung. Sagen wir es, wie es ist. Es ist doch... Also, das ist doch... Da oben ist der A-Knopf. Dann möchte er auch da hoch. So. Wir versuchen es über das Dach. Muss denn der Kollege sein? Nee, hey, jetzt finde ich den nicht mehr, oder was? Ich step mal hier lang. War das hier? Ja, genau, hier war das. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das hier sieht wieder gut aus. Von hier komme ich doch ganz safe nach da drüben. Nee, da kann ich nicht stehen. Das ist jetzt nicht so nice. Oh, das hier könnte wieder. Nein. Also meine Theorie ist, weil der ja uns die Tür obviously nicht aufmacht, weil er uns nicht mag, weil er doof ist, weil ich ihn auch nicht mag. Dass man maybe vielleicht von oben kommen muss. Aber das scheint ja auch nicht der way to go zu sein. Weil ich komme ja von hier nicht weiter. Ich muss da rüben hoch. Wie komme ich denn da hoch? Von hier vielleicht. Ja, nicht indem ich nach unten. Ja, wobei? Doch. Kann denn es sein, dass ich... Also... Ich schneide euch das, bis ich irgendwie wieder da oben bin. Ich sag's an der Stelle, wie es ist. Ich bin jetzt schon eine Weile in der Aufnahme. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwie nach rechts kommen. Aber scheinbar nicht hier durch. Es ist so verwirrend. Also ihr müsst bedenken. Wir müssen hier weiter. Hier um die Kurve. Den Weg nach da hinten. Nee. Hä? Ey, das ist so verwirrend. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen, wo ich hin will. Was hier nicht... Gasse? Nein. Das hier ist unser Ziel. Das hier. Gehen. Dafür müssen wir auf dieses Haus hoch. Um auf dieses Haus zu kommen, müssen wir darüber, da drüben. Aber um da drüben hinzukommen, habe ich keine Ahnung, was nötig ist. Also von unten kommst du nicht hin. Du kommst maximal von da rechts hin, aber nach da rechts kommen wir halt... Hier? Warte mal. Nein, nach da rechts kommen wir nicht. Da sind Stacheln. Wir kommen, hier kämen wir runter. Ich will nach unten. Ey, dieses Spiel regt mich langsam so auf mit seiner unfassbar unnötigen Steuerung. Wir müssen hier irgendwie nach oben kommen. Um dann da hinten weiterzukommen. Hier auf das Dach. Damit wir dann hier lang können. Was ist, wenn ich miaue? Das hier das Ziel? Auch nicht, nein. Das Game verwirrt mich ab der Stelle hier maximal. Von der anderen Seite vielleicht auch nicht. Es ist, also... Mann, warum ist denn das Game so? Das ist jetzt eine Folge, die wegen so einer Aktion unnötig gestreckt wird. 40 Minuten in der Aufnahme, 41, 41, 57. Keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Weil dieser Typ hier mir die Tür nicht aufmacht. Ich kann auch nichts machen. Der Peilsender konnte... Wir sollten einen Weg finden, die zu reparieren. Cool. Hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich das nicht gewusst. Krass. Also das hier hinten ist auf jeden Fall dieser Elliot oder wie er heißt. Und wir kommen da aber scheinbar nicht hin. Oder bist du das?
Probier's. Er wohnt gleich nebenan. Und der hier? Wo zeigst du hin? Ja, ist mir egal, was du sagst. Gleich da drüben. Ja? Und der hier? Aber wie komme ich denn dann da rein? Ich hasse es, Folgen unnötig in die Länge strecken zu müssen. Weil irgendwas nicht funktioniert. Ah ja. Krass. Wäre ich nicht drauf kommen? War vorher schon hier. Hier liegt was. Ein Notenblatt. Hier war ich vorher schon. Kann vielleicht noch in das Fenster reinleuchten. Nein. Also ich glaube, dass er hier wohnt, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht doch da vorne rein. Hier war ich doch schon drin. Ja, eben. Doch niemand drin. Kann ich das anmachen? Kann ich hier irgendwas machen, dass die Story mal weitergeht? Was ein Müll. Nichts gegen das Spiel. Ich bin. Es liegt ja an mir. Ich bin einfach ein bisschen doof. Kann ich was tippen? Auch. Gut, Guys. Die Leute, die keine Lust mehr haben, sich jetzt anzugucken, wie ich diesen Typen finde. Ich wünsche euch einen schönen Tag und die anderen herzlich willkommen zur 3-Stunden-Episode von The Stray in einem neuen Abenteuer. Und zwar, wie finde ich Elliot? Das ist auch manchmal echt verbuggt. Warum? Es macht keinen Sinn. Ich möchte nach unten. Hier durchs Fenster. Kann man obviously. Hier auch nicht. Das ist jetzt halt die Frage. Aber wir bleiben erstmal entspannt. Gucken uns so hier um. Wieso kann ich zum Beispiel nicht einfach jetzt nach hier oben? Das macht keinen Sinn. Du bist Cory. Wer bist du? Ach, sag mir mal, wo der ist jetzt. Ganz einfach die Tür rechts. Die hier? Ich gehe gleich. Gleich fliegt der Controller aber anders durchs Zimmer. Mach mir die Tür auf jetzt, Kollege. Das ist. Ich hasse dich abgrundtief. Bitte komm nie wieder aus diesem Loch raus. Seht ihr das? Cool. Geh jetzt einfach hier rein. Hallo. Ich kann mich nicht mit Typen unterhalten. War noch nicht? Kann ich jetzt? Ach so, natürlich. Ich muss warten, bis er sich hinsetzt, schläft, damit ich mit ihm reden kann. Was einmal. Deswegen Elliot hier, ist gleich da drüben. Tschüss. Ich nehme das Notenblatt noch mit. Er ist gleich da drüben. Kollege, du siehst technisch sehr begabt aus. Einen wunderschönen guten Tag. Du kannst mir sehr, sehr dringend helfen. Ja, das ist der Tohima BR 2000. Der ist nicht ganz so in Dings. Ja, ja, kein Problem, da kann ich mich drum kümmern. Ich weiß, wie man den repariert, aber wenn ich am Bibber bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich brauche eine Decke oder so. Du kriegst ein energetisches Getränk. Ich habe ein energetisches Getränk. Schade. Ich will eine Decke.
wo sich diese wunderbare Decke befindet, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, um beim nächsten Mal nicht zu verpassen, wie wir einen Roboter aufwärmen. Wir sehen uns, bis dann. Ciao, ciao, Leute.